Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen Rewind. Let's rock! Was, wenn du unsterblich wirst? Hey, oh, Arnold, geil. Hängst wohl in diesem Freizeitpark rum, wa? Sieht aus, als wäre dieser Burrito eine Nummer zu groß für dich. Schnell, find was zu trinken. Arnold, warte! Gott weiß, was es in diesem Zauberladen gibt. Nun, da du dein Problem mit dem mexikanischen Essen erfolgreich gelöst hast, lass uns gehen und Spaß haben. Vor allem beim Trinken hat Arnold nur einen Zahn, jetzt hat er wieder komplett. Was für eine riesige Schlange. Sieht so aus, als müsstest du noch ein bisschen warten, oder? Arnold, das macht man aber nicht. Oh, das sieht ist aus, als bräuchte diese süße kleine Oma deine Hilfe. Arnold, die Revolver ist ja bald größer als die Oma selber, Alter. Oh Mann. Weißt du, Arnold, ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott, du lebst ja noch. Nein, du wurdest wiederbelebt. Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich. Geil. Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du Boah. Bist nun der am längsten. Das wäre geil, so unsterblich zu werden. Hatte ich jetzt die ganze Zeit die falsche Kamera oder nicht? Dann könnte man so viel miterleben, wie wir vielleicht irgendwann andere Zivilisationen im Universum finden. Oder man selber könnte sich bereit dafür erklären, okay, ich fliege zum nächsten Planeten. Ich brauche nichts zu essen, ich brauche keinen Sauerstoff, ich bin doch unsterblich, Mann. Wir sehen uns dann in 1000 Jahren wieder. Wenn man sich dann aussuchen dürfte, jetzt soll das Elixier aufhören mit Wirken, weil du dann echt keinen Bock mehr hast oder wenn die Erde kaputt ist, schwebst du halt einfach nur im Weltall rum. Lebender Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar. Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie wirst du deine Unsterblichkeit nutzen? Jo, ganz du einfach. Superheld werden. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen. Na Gott, das ist doch sinnlos. Mädchen begrapschen. Oha. Du wirst auf. Unsterblichkeit schützt dich auch nicht davor, in den Knast zu landen. Den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen. Hey, das hat Kenny das auch schon gemacht. Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit. Ja, wenn er unendlich hat, ist es doch keine Verschwendung mehr. Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Oh ne, da hätte ich aber echt keinen Bock drauf, Alter. Junge, du machst dann einfach 1000 Jahre Studium, Mann. Ey, in den nächsten 3 Studien habe ich schon wieder vergessen, was in den ersten passiert ist. Jede Kampfsportart lernen. Und das sogar neue Galaxien erforschen und Kolonien. Das meine ich, genau, das ist das Geile dran. Das würde ich machen. Visieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Okay, also vielleicht wirst du 200 Jahre lang jede einzelne Netflix-Serie am Stück... Natürlich, wahrscheinlich noch nicht jetzt, aber wenn ich dann nichts mehr zu verlieren habe. Irgendwann in 100 Jahren ist halt keiner mehr da, den du vorher kanntest. Damit muss man dann halt leben. Aber dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich eh nichts mehr. Ich gehe jetzt Galaxien erforschen. Schauen. Oh, ich sehe, du hast... So stabil, dass die Wände noch stehen nach 200 Jahren. ...etwas gelangweilt. Außerdem wird dein Haus ganz schön gammelig. Und du bist immer noch jung. Ein Nachteil bei der Unsterblichkeit ist, dass du alle deine Lieben überlebst. Das meine ich. Außerdem verändert sich die Welt um dich herum. Der Kaktus ist sein Liebster. Um rasant. Boah. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Hä? Warum? Du bist doch mit voll dabei, also du passt dich doch immer wieder an. Ich passe mich ja auch ständig an. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Ja gut, das stimmt. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Naja. Du wirst tief deprimiert sein. Okay, das könnte vielleicht wirklich stimmen, ne? Wenn dann die ganze Menschheit irgendwann ausstirbt, außer du lebst halt auf ewig... Ohne jemanden, ohne irgendwas. Du bist alleine auf diesem Planeten. Hast du noch ein paar Tiere, aber sonst bist du vollkommen alleine. Das Schlimmste ist, du kommst von diesem Planeten nicht mehr weg, wenn du vorher dir nicht irgendwie das Wissen angeeignet hast, wie man eine Rakete baut und in den Weltraum fliegt. Du bist halt quasi hier gefangen. Okay, das wäre schon krank. Deswegen wäre meine Wahl die, dass ich irgendwann aussuchen könnte, wann die Unsterblichkeit endet. Tut mir leid, Freund, aber es macht einfach keinen Sinn. Hör auf, Arnold. Du weißt, dass du unsterblich bist. Arnold, lass uns die Show sehen. Hat auch noch den Sprecher. Ich werde dich in Ruhe lassen. Oh mein Gott, oh. Hä? Hä? Oh, Arnold, du bist gerade noch rechtzeitig zurückgekommen. Die Sonne stirbt und verwandelt sich in eine Supernova. Und du hast den besten Platz, um den... Ja gut, dann schleudert es dich vielleicht in eine andere Galaxie. Also musst du bloß 5... Wie lange hält unsere Sonne noch?
2 oder 5 Millionen Jahre? Oder Milliarden? Also müsste ich bloß, sagen wir mal, 2 Millionen Jahre noch aushalten? Dann explodiert die Sonne und schleudert mich sowieso irgendwo hin. Was ist, wenn ich dann in einem schwarzen Loch stecken bleibe? Alter, die Ewigkeit im schwarzen Loch, Junge, das wäre krank. Tod unseres Sonnensystems zu sehen. Verabschiede dich von unserem Planeten Erde. Ich schätze, der Burrito war ein Fehler. Oh, ich bin Weltraum. Im Weltraum. Ich bin im Weltraum. Ich bin im Weltraum. Ist es nicht eigentlich so, dass nach der Explosion unserer Sonne ein riesiges schwarzes Loch hier entsteht? Oder dass unsere Galaxie dann überhaupt noch bestehen bleibt? Das war auch cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Schreibt mal rein, ob ihr unsterblich sein wollen würdet oder nicht.